sie loslassen. Oh oh. Scheiße! Okay, Rückweg ist damit auch verschlossen. Okay, das sieht jetzt wieder unüblich aus. Du scheinst voranzukommen. Ja, aber wie? Mit Geduld und Beharrlichkeit. So, ich weiß, dass das eine Artefakt da oben ist und dass man da irgendwie mit einem Trick hochkommt, aber ich habe keine Ahnung, wie der Trick lautet. Wie war das nochmal, Leute? So, Leute, wie war das nochmal? Ich muss doch... Ich bin noch nicht so ganz sicher, aber ich habe hier so... Ich schiebe die Box erstmal auf. Oder warte mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es irgendwie schafft. Jetzt lass mal den los. Und zwar, da muss man den, glaube ich... Ach, ich habe eine Idee. Hier unten war was. Sag ich doch. Hier unten war was. Okay, das hat er schon erledigt. Hier, mein Freund. Ja, du kannst die Waffen wieder wegstecken. Okay, der Plan ist... Ja, lass das Ding los. Der Plan ist, dass ich das Ding jetzt hole... Und ich stelle es am besten erst... Ich überlege gerade, auf welchen ich das gleich raufstelle. Also eigentlich bräuchte ich ja noch den anderen, aber ich glaube, den brauche ich gar nicht. Butcher! Einfaches Hebelgesetz. Naja. So, ich schieb den. Ich schieb den jetzt einfach mal auf die Mitte. Schatz. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier mich selber aufstellen und ein Ab und ein bisschen warten. Mann, der Laden hier ist einfach irre. Das war damals sicher noch nicht so, als hier alles funktionierte. Was wir hier 1000 Jahre später sehen, ist nur die abgespeckte Version. Muss ein wenig sein, oder? Mal gucken, ob das klappt. So, mein Plan ist jetzt also, ich habe diese Tür nur so ein bisschen aufgemacht. Seht man ja, ich habe das wieder so zugemacht, dass sie nicht ganz aufgeht. Und da oben ist ja das Loch, wo ein Artefakt drin ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass da oben eins drin sein muss. Und ich hoffe, dass das so klappt, wie es klappen sollte. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt, sonst muss ich da nochmal hin. Ich habe nämlich, ich habe wie gesagt wenig Ahnung von allem, aber davon habe ich ein bisschen. Ich habe ein bisschen Ahnung, wenig Ahnung von allem und davon ein bisschen. Cool, oder? So. Ja, ich rate einfach so wahrscheinlich. Hallo. Du kannst doch einfach hier langhangeln, siehst du. Weil ich muss das Spiel ja noch... vom los... Ja, ich weiß, wie man sich loslässt, Leute. Ich weiß endlich, wie man loslässt. Ist das bescheuert? So, und jetzt hoffe ich, dass ich... ja! Hier ist nämlich das goldene Artefakt und das ist wichtig für irgendwas. F. 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 Und durch da.
Ja, das ist irgendwie wichtig für irgendwas. Verdammt, weg da, los! Ach so, das war ja dieses, ich muss irgendwelche Tasten drücken. Oh Gott. Ich bin mal so Stress drin. Hatscha! Und noch eine. Ach, guck mal, da unten ist das Artefakt. Wie kommt man da unten hin? Ja. Ja, und ich atme noch. Ja, aber da unten war ein Artefakt und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Habt ihr es nicht gesehen? Ich muss mal Licht haben. Ja, irgendwie ist das jetzt gerade ganz schön doof, ne? Wenn da unten ein Artefakt ist, aber man da nicht hinkommt, wie soll man denn da bitte hinkommen? Und man hatte ja nur nicht so viele Möglichkeiten, ne? Weil die Tür ist ja dicht. Aber ihr habt es doch gesehen, dass da unten ein Artefakt war. Ach, wie toll war das denn? So, Licht wieder aus und weiter geht's. Was ist das hier? Geht's hier irgendwo hin? Nee. Wo bin ich hier? Ach du. Ach du. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin hier irgendwo und ich lasse mich nicht so einfach fallen. Ja. Ach, wie nett. Los, jetzt mach einmal auf. Ich kann. Achso, ich stehe auf. Ich. Hallo? Willst du mich verarschen? Doch, das ist er doch. Komm, verarsch mich nicht. Da oben ist ein Artefakt. Ja, jetzt nimm deine Pistols weg. Okay. Ja, irgendwie. Das sieht hier nicht gerade nett aus. Irgendwie habe ich das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all dem steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie. Oh, das war ja voll daneben. Okay, nochmal neu. Tja! Tja! Und umdrehen und. Das gibt's doch nicht! Habt ihr es gesehen? Ja, super. Aber die Richtung will ich doch gar nicht. Ich will in die Richtung, wo das Artefakt ist. Und das gibt's doch nicht, dass ich das nicht schaffe. So, und jetzt muss ich doch in die Richtung. Und das gibt's nicht, dass ich das nicht schaffe. Oh Mann, bin ich dämlich. Okay, dann mache ich das so. Warum? Das muss doch in irgendeiner Form gehen. Komm, verarsch mich nicht. Das muss doch in irgendeiner Form gehen. Oh, wieso hält es sich nicht daran fest? Ich brauche das. Ich muss doch da hinkommen. Ich will doch zum Artefakt. Und sie klettert ja noch nicht mal da hoch. Ah, das gibt's nicht. Das regt mich jetzt schon mal wieder sowas von auf. Das ist die einzige sinnvolle Möglichkeit, um zum Artefakt zu kommen. Weil wenn ich mich dahin drehe, dann bringt das doch überhaupt nichts. Ach doch, das bringt was, sehe ich gerade.
weil ich kann hier an die Wand springen. Und dann kann ich hier rüber. Und dann kann ich da rüber. Ja, halt dich fest. Und dann kann ich hier hinten hin. Und dann kann ich zum Artefakt springen. Oh, ist das nicht toll. Na toll, das hätte auch einfacher geklappt. Oh, jetzt springst du nicht mehr wieder ran. Okay, jetzt muss ich aber wieder zur Wand da hinten. Also wieder hier hin. Dahin. Dahin. Und daran. Und da muss ich wahrscheinlich gleich da irgendwo hoch. Mit? Ich muss da nicht hoch? Ach ne, ich muss hier hoch. Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert. Und da lang. Und nein. Darüber, mein Schatz. Genau, da. Ja, halt dich bitte fest. Okay, ich habe dieses komische zeremielle Dingens erfüllt. Jetzt muss ich mich nur noch fallen lassen. Okay. Und fallen lassen. Fallen lassen. Und wir gucken mal unseren PDA an. Uns fehlt ja nicht mal 4, 3 und 4. Wobei ich hier weiß, wo ein... Also so ein silbernes. So. Ja, jetzt. Was ist denn hier los? Bin ich hier gelandet? Erstmal muss ich natürlich umgucken, ne? Ist okay. Hier ist wieder so ein Block. Da bin ich nirgendwo gelandet. Sehe ich gerade? Und hier ist so ein Block, der mich auch nirgendwo hinbringt. Ja, ich bin immer sehr vorsichtig, was irgendwas hier vergessen angeht, weil ich möchte ja diesmal wirklich mal wieder alles sammeln. Gerade weil ich auch weiß, wie wichtig das ist, hier alles zu sammeln. Ja, irgendwie. Ich traue der Geschichte ja nicht. Aha. Ach ja, da scheinen wir ja. Ich glaube, ich mache das Licht jetzt wieder aus. Mal diese Grafikfehler. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Was ist passiert, Mutter? Wer ist da? Oh Gott! Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Das ist nervvoll. Warum ist das so? Ich bin weil ich eben ein bisschen mehr Grafik haben will. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil.
Amanda sagte, dass sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. So, Leute, ich mache jetzt erstmal die Option wieder irgendwie anders, weil ich glaube, das liegt an der Anzeige. Nein, das nicht, sondern... Das da muss aus. Ich glaube, daran hat es gelegen. So, ich habe irgendwie was vor und ich weiß nicht was. Aber ich laufe jetzt erstmal hin. Nein! Ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, okay, ich soll mir das Ganze nochmal anhören. Ah, das ist doch okay. Ich habe keine Ahnung. Dann hören wir uns das nochmal an. Diesmal mit besserer Grafik. Hoffe ich zumindest. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch...
das war, glaube ich, Bolivien. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extra-Menü einen Blick auf Folgendes. Zwischen zu Gens Biografie, Konzepte, Kostüme aus eurem Objektmodell. Ja, machen wir. Sie haben Zeitspiel freigeschaltet. Wählen Sie im Hauptmenü Level Laden und aktivieren Sie den Schwierigkeitsgrad Zeitspiel, um das Modus zu starten. Okay. Sie haben ein neues Kostüm freigeschaltet. Wollen Sie es anprobieren? Gehen Sie in Levers Schlafzimmer oder wählen Sie im Hauptmenü die Option Level Laden. Okay. Mein Gott. Ja, benötigt Zeit. Ich habe wirklich 45 Minuten gedauert. Um 22. Ich habe das Zeitspiel nicht geschafft. Ich habe den Goldschatz gefunden, aber mir fehlen noch 4 Silberschätze und 3 Bronzeschätze. Das heißt, viel Arbeit. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir das jetzt erledigen, wobei ich selber nicht ganz genau weiß, wo die alle sind. Ich überlege gerade, können wir das überhaupt jetzt erledigen? Oder ob wir einfach mal das Zeitspiel machen? Ah, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ja, Mission zu übersicht. Ich könnte jetzt auch weiterklicken, dann kommen wir natürlich in den nächsten. Oh, das ist schon wieder so laut hier alles. Ich hoffe, ihr hört mich wenigstens. Ich muss das vielleicht auch gleich mal checken. Ich glaube, ich überlege jetzt erstmal, was ich mache und checke, ob die Lautstärke geht. Bis gleich.